Der Tag bei den Kängurus war ein Tag zum Ausspannen. Doch jetzt ruft wieder die Arbeit. Der wichtigste Termin der Reise steht an. Denn heute wird Tammer auf der Polizeistation von Alice Springs erwartet. Nicht, weil er etwas angestellt hat, sondern weil er dort die Dienstpferde behandeln soll. Die Australier schwören auf den Einsatz der Vierbeiner. Man kommt mit ihnen leicht durch unwegsames Gelände und hat vom Sattel aus einen guten Überblick. Doch der Polizeialltag verlangt den Pferden einiges ab. Tamme soll den hier stationierten Polizistinnen beibringen, wie sie ihre Tiere trotz der rauen Bedingungen fit halten können. Hallo. Hallo, willkommen. Oh, beautiful horses. Thank you. It's an Emu. Danke, das ist ein Emu, kein Pferd. Emu ist eigentlich ein Wildtier. Er kam vor etwa 2 bis 3 Jahren zu uns, als er noch klein war. Keine Ahnung, wo er herkam. Das Problem, wenn Emu mal auf andere Emus trifft, dann erkennt er sie nicht. Er denkt, er ist ein Pferd. Die Unterschiede sind ja auch wirklich marginal. Beine fast wie ein Araberhengst. Nur mit dem Wiehern klappt's noch nicht so ganz. Er macht manchmal komische Geräusche, wenn er hier ist. Er klingt aufgeregt, wenn er etwas sieht oder hört. Ein seltsames Geräusch, ein bisschen wie ein Gurren. Aber das Pferd antwortet nie. Emu ist ihm egal. Umgekehrt ist es anders. Faceman ist sein absolutes Lieblingspferd. Faceman interessiert das nicht, aber Emu vergöttert ihn richtig. Er folgt ihm immer. Wenn ich zum Beispiel mit Faceman von hier aus Richtung Straße reite, dann läuft er schnell hinterher. Er belauert uns dann aus ein paar Metern Abstand. Ja, er ist ein lustiger Vogel. Das ist Liebe. Ich habe vor Jahren ein Pferd gehabt, wo immer ein Pony mit zusammen in der Box war. Und wie dieses Pony gestorben ist, ist dieses Pferd auch sowas von fertig gewesen. Hat echt getrauert und ist brandmager geworden. Und irgendwann war die Trauer vorbei und dann fing so langsam das Fressen wieder an. Also es gibt Beziehungen zwischen den Tieren. Das ist unglaublich, aber es ist so. Nach diesem romantischen Teil wird es auf der Polizeistation nun wieder etwas handfester. Tamme soll den Sergeants zeigen, wie sie ihre Pferde dehnen können. Wir müssen die Schulter nach vorne kriegen. Wir müssen die Schulter dehnen, dass sie so kommt. Und wir sehen überall nachher, dass sich die ganze stretcht. Wir fangen erst hier an. Ich mache das jetzt vor bei einem Bein und sie macht das beim anderen an der anderen Seite danach. So, wir nehmen das Bein. Komm. So, hier festhalten und so, aber ruhig fest hochbiegen. Okay, erklär doch mal. So, Fesselträger hoch. Und dann der Fetter ab. Yep. So, weit dorthin. Okay. Dann hier hochstretchen. And high up. Mm-hmm. Stretching. Der Huf kann in dieser Linie. Okay. Very good. Der Huf kann go up to that. So, das dehnt diese Formation. Jetzt nehmen wir, Carmen, das Bein um und dehnen die seitlichen Schultermuskeln. Okay, das ist jetzt sehr steif, obwohl ihr so warm wohnt. Er muss höher, höher, höher. Okay, now you're stretching the side shoulder muscles and it's very stiff. Wenn das Pferd richtig gut beweglich ist, hat das Pferd diese Neigung. Nach dem Profi müssen die Anfänger ran. Und jetzt nach vorne raus. Right out? Yes, ganz gestreckt. Come on, so, wundervoll. Gleich hat Polizistin Deb es geschafft. Es fehlt nur noch eine Dehnung. Und dann muss es wundervoll.
Es ist, dass dieses Bein steifer ist, darum habe ich mir das andere genommen. Thank you. Danke schön. Ich habe das Pferd die ganze Zeit beobachtet. Immer wenn es das Bein wieder abgestellt hat, sah es sehr zufrieden aus. Es sah total relaxed aus nach dem Stretching. Es muss ihm gefallen haben. Deshalb ist das eine tolle Sache. Und ich freue mich schon darauf, das jetzt jeden Tag mit ihm zu machen. Die Hinterbeine sind dran. Wir müssen dies stretchen, dass das Becken frei wird. Und ganz wichtig, nicht dabei verkrampfen. Ganz locker lassen und einfach hierher. Stretch raus. So viel höher, so viel besser. Der Knochenbrecher hat gut reden. Das Ganze ist anstrengender, als die Polizei erlaubt. Ich glaube, es ist anstrengender, mein Pferd zu stretchen und das Bein hochzuhalten, als jemanden zu verhaften. Elizabeth hat auch nicht mehr Muskeln, aber ein größeres Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass ich es besser mache als Deb. Nein, sie war super. Es ist auch ein großes Pferd. Sie hat Muskeln. Ich mache nur einmal frei, weil ich zwei Punkte gefühlt habe. Knack. Gehört? Das Einrenken müssen sie dem Profi überlassen. Doch das Dehnen kriegen die Sergeants jetzt alleine hin. Zwei, dreimal strecken die Beine selber. Du gibst nur noch so ein bisschen Impuls. Wir sind hier nirgendwo stationiert. Und ich habe vorher noch nie einen Pferdechiropraktiker getroffen. Deshalb ist es für uns ganz besonders wichtig zu wissen, wie wir unsere Pferde bestmöglich behandeln, damit sie sich wohlfühlen und glücklich sind. Die Lehrstunde gerade war unbezahlbar. Er soll bleiben. Wir haben noch eine Polizeiuniform und eine Pistole für ihn. Lieber nicht. Zuletzt wird noch der Hals gedehnt. Dann ist die Lehrstunde zu Ende. Very good. Hier. Er fängt an zu lecken. Er fängt an zu schmecken. Das bedeutet, er findet es richtig schön, was hier gerade passiert. Und jetzt kriegt er zum Schluss noch einen Indianertrick. Now an Indian trick at the end. Wenn du in der Stadt bist, Demonstration, viele Menschen sind da. Lots of people. Und du fällst vom Pferd. So. Dann bleibt dein Pferd bei dir stehen und läuft sogar dahin, wo du bist. Soll ihn zweimal am Tag Schwarzbrot. Okay, two times a day Pumpernickel. Black bread. Yes. Oh. Rein in den Mund. So, rein bei sich im Mund. In the horse's mouth. Gut, gut. Okay. Nein, in ihren Mund. Sie muss es durchkauen. Okay. You have to chew it. Chew it. Okay. Und dann? Und gib ihn. The Aboriginal people from here. Wenn die Einheimischen hier ihre Pferde anlernen, reiben sie sich unterm Arm und halten das dem Pferd unter die Nase. Hey, ist super. Die ersten Pferde sind wieder topfit. Tamme möchte zwischendurch mehr über die Polizeiarbeit erfahren. Diesen Sattel hier nutzen wir oft bei unseren Einsätzen. Es ist ein Western-Sattel. Das Gute an einem Western-Sattel ist, man sitzt richtig fest. Er gibt uns einen sehr sicheren Halt, wenn wir ausreiten. Da wir viel nachts unterwegs sind, ist auch die gute Sicht ein Thema. Und wir selbst müssen von anderen auch gut gesehen werden. Deshalb ist hier eine Lampe befestigt. Es ist eigentlich eine Alarmlampe, aber sie hilft uns dabei, gesehen zu werden. Das ist das Polizeiwappen für das Nordterritorium. Darauf sieht man das Känguru, ein wichtiges Wahrzeichen Australiens. Das Wappen sieht man bei uns auf ganz vielen Gegenständen. Auch auf dem Equipment für die Pferde ist es meist drauf. Mal mit und mal ohne Spinne. Meistens mit. Denn hier wimmelt es nur so von ihnen. Dieses Spinnenproblem ist wirklich nervig. Ich hasse Spinnen. Die, die ich am wenigsten mag, sind die Rotrückenspinnen. Schrecklich. Aber vor ein paar Tagen durfte ich feststellen, dass sich direkt hier eine versteckt. Da sieht man das Netz mit Eiern drin. Rotrückenspinnen sind extrem gefährlich. Die können beißen. Ein Biss einer Rotrückenspinne bringt dich ins Krankenhaus. Und das ist keine schöne Sache. Es gab auch schon Tote nach einem Rotrückenspinnenbiss.
Wir sollten die hier also schön in Ruhe lassen. Das größte Sorgenkind der Station wartet noch auf Tamme. Das hier ist Boston, ein 16 Jahre altes Dockhorse. Er ist das älteste Pferd auf der Station und er arbeitet von allen Pferden schon am längsten mit uns. Mittlerweile ist er vermutlich etwas müde. Er hat einige Probleme. Aber sein größtes ist, dass er Schwierigkeiten macht, wenn wir ihn aus dem Anhänger herausführen. Dann zuckt er und hat keine Ahnung, wie und wo er seine Hufe platzieren soll. Er schafft es kaum die Rampe runter. Ja, wir werden gucken, ob wir in den Mut zurückgehen. Wie immer lässt sich Boston auch heute brav in den Transporter führen. Heikel wird es immer erst, wenn der Hengst wieder hinaus soll. Very good. Ihr müsst hier ein bisschen Platz lassen, dass er nicht dadurch Angst kriegt. Ready? Fahren. Na los. Das sah als sonst. Ja, das war natürlich so ein bisschen, das war eigentlich gar nicht schlecht, nicht? Der Hengst zögert zwar sichtlich, doch diesmal klappt der Ausstieg ausnahmsweise ohne größere Bocksprünge. Ihr bekam ein Foto von mir. Ja. Am LKW, dann läuft das. An dem LKW müssen wir Kleinigkeit verändern. Mhm. Und zwar, wenn ihr diese Stufe habt, bei Rindviechern gut, beim Pferd nicht. Entweder hätte man die Gummimatte etwas auslaufen lassen müssen, aber es langt auch, wenn wir hier oben auf dieser Kante ein so dickes Rohr machen. Okay. Er rutscht ab und tritt fast mit dem Fesselträger an dieser Kante. Ja. Nee? Ja, das ist die Angst. Ja. Gib mir, du hast. Hey. Und gar nicht zu kurz anfassen. Das Pferd ruhig lang anfassen, dass er eine eigene Entscheidung kriegt. Tamme will die Bewegung des Tiers diesmal selbst spüren. Wieder klappt alles einwandfrei, bis der Hengst an das Ende der Rampe kommt. Das ist nur die Angst, dass er da hinten mal rangekommen ist. Und wenn ihr jetzt üben wollt, dann müsst ihr tatsächlich eine kleine Peitsche nehmen beim Runtergehen und einmal machen, dass er die Beine anhebt und weiterkommt. So ein little mehr Reflex. Ja. Hier muss ein Rohr rauf, das ruhig nach dieser Seite rüber guckt. Dann kann man das dicht machen, den Hänger alles, das stört nicht. Aber das ist rund. Mhm. Und wenn es rund ist, rutscht das Pferd ab, aber tut sich nicht weh. Sobald die Kante der Rampe entschärft ist, geht es Boston wieder mindestens so gut wie den anderen illustren Bewohnern der Polizeistation. Auftrag erfolgreich erfüllt. Jetzt zieht es den Pferdeflüsterer wieder zurück in die Heimat.